Europäischen Menschenrechtsverletzung, hier steht das drin, überlange Verfahrensdauer ist Kriegszustand. Und in diesem überlangen Verfahrensdauer ist die Restitution nicht bezahlt worden, denn sonst könnte man ja die Verbrecher nur durch, ohne Konsequenz, keine Erkenntnis, die Verbrecher laufen noch frei herum, weil der Schaden bis jetzt noch nicht bezahlt ist. Erst dann, wenn der Schaden bezahlt ist, ihr könnt es in der Haftung sehen, auch im BGB, erst wenn der Schaden bezahlt ist, nehmen sie Rückgriff auf den Verursacher. Das heißt, die Bundesrepublik Deutschland ist nicht in der Lage, ihre eigenen Kriegsverbrechen, ihre eigenen Kriegsverbrechen zu verfolgen, aus zweierlei Dingen. Einmal ist die Menschenrechtsverletzung kein Straftatbestand und deswegen ist es, kann der Generalbundesanwalt völkerrechtliche Straftaten gar nicht verfolgen. Und seit kurzem haben sie auch das Völkerstrafgesetzbuch seit dem 23. November 2021 rausgenommen, weil das gehört zum Tätigkeitsgebiet des Restitutionsgerichts in Ankara. Das Restitutionsgericht in Ankara ist kein türkisches Gericht, sondern es ist nur da. Da steht ja auch drin, vielleicht muss sich jeder, dass eben ein Nebeneffekt wegen Überlastung der Gerichte und so weiter ergeben würde, wenn Menschenrechtsverletzungen zur Schadensersatz verurteilt werden und ein Abschreckungseffekt. Und dadurch, dass hier im Moment das Geld noch nicht gezahlt worden ist, die Restitution nicht gezahlt worden ist, ist kein Abschreckungseffekt da, weil diese sogenannte Vermehrung wie die Karnickel eben weiterhin funktioniert, weil die Restitution nicht gezahlt worden ist, weil der Schaden nicht bezahlt worden ist. Wenn ein Dieb, ein Vergewaltiger nicht bestraft wird, macht er die Vergewaltigung weiter. Und das ist das Problem, was wir hier haben. Und alle gucken zu und wenn sie dann gefragt werden, hör mal, du verabscheust doch Menschenrechtsverletzungen, sagt er ja, und wenn es passiert ist, ist er nicht mehr da, dann läuft er weg, weil er sich der Beihilfe schuldig gemacht hat und die sogenannte Bewusstseinswelle kollabiert, weil er sich direkt und indirekt, passiv oder aktiv, öffentlich oder privat sich daran beteiligt hat. Denn Krieg ist nur eine Privatsache und wir sehen ja bei den Gerichten Familiensache, Zivilsache, Strafsache und so weiter. Das sind keine Sachen, das ist privat. Sache bedeutet privat übersetzt. Im Recht gibt es keine Sachen. Recht ist immateriell. Und wenn da steht Zivilsache, dann ist das ein privates Gericht. Wenn da drin steht Strafsache, dann ist es ein privates Gericht. Wenn da steht Familiensache, ist es ein privates Gericht. Es ist nicht staatlich. Und privat ist Kriegszustand. Hier steht drin, so erinnert der Gerichtshof, nämlich wegen überlanger Verfahrensdauer, Kriegszustand. Das im Sinne der Verfassung Mustafa Selim Sömli, der Beschwerdeführer, nicht verpflichtet ist, von dem Gebrauch, nämlich der Justiz, Gebrauch zu machen, und zwar um mein Recht als wirksame Beschwerde angesehen werden kann, demnach der Beschwerdeführer nicht verpflichtet ist, von dem Rechtsgebrauch, also von der Justiz Gebrauch zu machen, wenn die Sache noch anhängig ist oder abgeschlossen wurde. Selbst wenn sie abgeschlossen ist. Ich bin, weil es sich hier um Kriegsverbrechen handelt, nämlich der sogenannten Artikel 13, nicht, also Unwirksamkeit der Beschwerde und kein Recht auf ein rechtsstaatliches, also gerechtes Verfahren. Damit bin ich Kriegssieger und weil ich Kriegssieger bin, auf Wikipedia, muss ich nochmal schreiben, ja, Überleitungsvertrag. Ich bin durch dieses Kriegsverfahren, Kriegsverbrechen, bin ich jetzt die Siegermacht, weil ich gegenüber der Bundesrepublik Deutschland gesiegt habe. Und hier stehen die Bedingungen drin, was dann passiert, wenn die Bundesrepublik Deutschland verloren hat. Das steht im Das Verhalten einer Person oder Personengruppe ist das Handlung des Staates im Sinne des Völkerrechts zu werten, wenn die Person im Falle der Abwesenheit oder Ausfall der staatlichen Stellen faktisch hoheitliche Befugnisse ausübt und die Umstände die Ausübung dieser Befugnisse erfordern. Wir haben eben gerade gesehen, dass der Europäische Gerichtshof sagt, ich bin der einzige Mensch, der die innerstaatliche Justiz nicht befolgen muss, um Recht durchzusetzen. Das heißt, ich bin hier die Siegermacht gegenüber der Bundesrepublik in einem Kriegsverfahren, Kriegsschuld. Und ich bestimme als Kriegssieger, ich diktiere
und zitiere der Bundesrepublik Deutschland, wie sie zu ihrem Recht kommt, wie diese Verbrechen aufhören. Und da ich alleine bin und die Menschen das immer noch nicht begriffen haben, was hier passiert, ist der Überleitungsvertrag komplett seit dem 8.6.2006 vollkommen in Kraft getreten, und zwar rückwirkend zum 8.6.2006, rückwirkend, weil es sich um eine zusammengesetzte Handlung sich handelt, auf den 5. Mai 1982. Und hier steht das drin, 13 bis 4, Dauer der Verletzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen, Verletzung aus zusammenhängenden Handlungen, das heißt, der Überleitungsvertrag ist durch das Urteil ECHR 75529-01 voll in Kraft getreten. Und warum ist der voll in Kraft getreten? Weil jetzt die Restitution durchzuführen ist in Herford, weil wir sind in der britischen Zone. Das ist aber nicht möglich, weil diese Gerichte sind abgeschaltet worden. Der Grund ist ganz einfach, weil seit 1954 die eingerichteten Gerichte, nämlich die Nürnberger Prozesse und so weiter, nicht funktionieren können, weil die Bundesrepublik Deutschland die Entnazifizierung und Entmilitarisierung nicht durchgeführt hat. Jetzt mache ich mal eine kleine Pause. Das heißt, wir haben hier Kriegszustand und die sogenannten Kriegsverbrechengerichte sind nicht erreichbar. Hier aus dem Überleitungsvertrag. Herford, da steht das drin. Sie sind in Herford nicht erreichbar, sie sind in Rastatt nicht erreichbar, sie sind in Nürnberg nicht erreichbar. Und diese Gerichte, warum sie wichtig sind, will ich euch erzählen. Das heißt, wir haben seit 2006 einen festgestellten Kriegszustand gegen Zivilisten. Und warum ist das so wichtig? Damit ihr euch in Artikel 25 euch dagegen wehren könnt. Ihr müsst hier nicht irgendwelche Gerichte anschreiben. Ihr müsst nicht die Politiker beschimpfen und beleidigen, sondern die Politiker müssen angeklagt werden. Und ich zeige euch, warum sie angeklagt werden müssen, weil sie hier die Kriegsverbrechen selbst verschulden und selbst verantworten. Wenn da draußen jetzt dieses Jahr Menschen erfrieren, dann ist es die Schuld von Annalena Baerbock, weil sie hier Kriegslieferungen, Waffenlieferungen an die Ukraine geliefert hat. Und der Putin hat gesagt, weil nämlich der Nationalsozialismus, der die Bundesrepublik Deutschland, weil die BRD, die Bundesrepublik Deutschland, nicht Rechtsnachfolger von Nazi-Deutschland ist, sondern identisch ist. Bundesverfassungsgerichtsentscheidung 2 BVF-73. Das habe ich ja nicht selber geschrieben, sondern das hat das Bundesverfassungsgericht selbst festgestellt. So, ich möchte auch das Video nicht zu lang machen, aber ich bin verpflichtet, euch zu sagen, was passiert. In Artikel 146 steht drin, die Vertragsparteien, also ich mache das jetzt ein bisschen anders, ich zeige es euch, wie das Problem gelöst wird. Hier steht drin, die Vertragsparteien verpflichten sich, das vorliegende Abkommen unter Umständen einzuhalten und durchzusetzen. Und da steht hier drin, also geschützte Personen und so weiter. Das heißt, ihr dürft hier, wenn ihr Steuern zahlen müsst, um diesen Krieg zu finanzieren, müsst ihr euch verweigern. Ja, ich stelle das jedem selbst, das zu machen. Ihr könnt das über eine Drittschuldnererklärung machen und andere Dinge machen. Das vorliegende Abkommen befindet sich mit jedem Beginn des Konflikts oder Besetzung, der in Artikel 2, also bewaffnet oder unbewaffnet, in Friedenszeiten und Kriegszeiten statt. Wie steht das drin? Die geschützten Personen können auf ihre Rechte nicht verzichten, über das Recht nicht verzichten, nämlich dass sie da austreten können. Jeder Einzelne von euch kann sagen, ich möchte mich am Krieg nicht beteiligen. Das könnt ihr aber nur machen, wenn ihr das Völkerrecht kennt. Das ist ja das Problem, was wir hier haben. Ihr kennt das Völkerrecht nicht, also seid ihr jetzt im Moment die Kriegstreiber. Und zwar das Abkommen ist unter der Mitwirkung und Aufsicht der Schutzmächte anzuwenden, die mit der Wahrnehmung der Interessen am Konfliktparteienvorteil betraut sein. Also, der Zivilschutz funktioniert nur, wenn ihr dem Zivilschutz und euch unterordnet. Dieses habe ich in etlichen Videos gesagt, wie es funktioniert. Und wenn jemand meint, dass er noch eine extra Sendung haben will, werde ich ihm noch eine extra Sendungswurst machen. Und hier steht das drin, also hier steht zum Beispiel drin, in Fällen, in denen die Schutzmächte es im Interesse der geschützten Person angezeigt achten, insbesondere in Fällen von Meinungsverschiedenheiten, das heißt, es ist der Konflikt,
Zu diesem Zweck kann jede Schutzmacht und jede Einladung der Partei den Konflikt in Zusammenkunft ihrer Vertreter, nämlich als Delegation, vorschlagen und sie vorladen. Die am Konflikt beteiligten Parteien sind verpflichtet, hier steht verpflichtet. Das heißt, wenn der sogenannte Bundeskanzler oder auch der Regierungspräsident oder der Außenminister die Staaten einlädt, Russland einlädt, ist Russland nicht verpflichtet, bei denen zu erscheinen. Zu diesem Zweck gemachten Vorschläge Folge zu leisten. Das heißt, das Rote Kreuz macht keinen Zivilschutz, sondern Zivilverwaltung und Zivilversorgung. Die am Konflikt beteiligten Parteien sind verpflichtet, also Russland und Ukraine sind verpflichtet, wenn der Zivilschutz sie anruft, zu erscheinen. Das ist hier ganz einfach erklärt, und dadurch, dass das nicht der Zivilschutz macht, dadurch, dass die Bundesrepublik Deutschland das Völkerrecht missachtet, dadurch, dass die Steuerzahler sich daran beteiligen, funktioniert das Ganze nicht. Das ist der Grund. So, wenn ihr jetzt vor dem Handy sitzt und ihr gebt immer eine falsche Nummer ein, dann kann das Handy nicht entsperrt werden. Dasselbe kann gemacht werden, ihr kriegt euer Fahrrad nicht, wenn ihr dauernd am Fahrradschluss den falschen Schlüssel oder die falschen Nummern benutzt. Oder wenn ihr im Internet seid und die falschen Wörter für den WLAN-Empfang habt. Es funktioniert nicht. Es kann nicht funktionieren. Hier steht drin, die Vertragsparteien verpflichten sich, alle notwendigen gesetzgeberischen Maßnahmen zur Festsetzung von angemessenen Strafbestimmungen für solche Personen zu treffen, die irgendeine im folgenden Artikel schweren umschwierigen Verletzungen des Abkommens begehen oder zu einer solchen Verletzung Befehl erteilen. Und hier steht das drin, unmenschliche Behaltung, Folter, Mord, Experimente und so weiter. Aber hier steht alles da drin. Das ist die Aufgabe des Zivilschutzes, euch zu schützen. Und dieser Schutz ist nicht da. Und der fängt an, und zwar nicht an, weil wenn es passiert ist, sondern die Menschenrechtsverletzung endet erst, wenn ihr die Restitution bekommen habt. Sonst macht der Verbrecher, der Pädophile weiter, weil er nicht erwischt wird und nicht bestraft worden ist. Jetzt, ja, hier steht das drin, wenn also das heißt, das muss strafbar sein. Und wir sehen das jetzt hier, dass es eben ein ganz großes Problem ist, weil nämlich die Menschenrechtsverletzung nie kein Straftatbestand ist. Hier seht ihr das. Und das ist das Problem, was wir haben. Hier steht drin, der Petent fordert die Aufnahme von Menschenrechtsverletzung als Straftatbestand in das Strafgesetzbuch. Das heißt, wenn das in § 1 Strafgesetzbuch, da gehen wir nochmal rein und ich will das euch nochmal erklären. Bitte schaltet das Video nicht ab. Es ist zu eurer Sicherheit, dass ihr das alles wissen müsst. Ja, ihr könnt euch nachher irgendwelche komischen Sachen angucken, aber in diesem Moment, Strafgesetzbuch, hier in diesem Moment, keine Strafe ohne Gesetz. Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen ist. Also, Völkermord und Unmenschlichkeit ist kein Straftatbestand im Strafgesetzbuch und der Paragraph 220, Völkermord oder Straftaten nach dem Völkerstrafgesetzbuch sind entfallen. Deswegen kann die Bundesrepublik Deutschland die eigenen Straftaten nicht verfolgen, weil das System in sich selbst kollabiert. Und diese Gerichte in Herford, Rastatt und in Nürnberg, die existieren nicht. Weil die Briten sind abgehauen, weil sie nicht der Zivilschutz sind. Der Zivilschutz ist erst 2020 am 12. August 2020 in Kraft getreten. Dies wird aber verleumdet. Diese ganzen Kriegsverbrechen, die könnt ihr nicht machen. Unterlassung der Meldepflicht und so weiter und so fort. Oder hier Unterlassung der Aufsichtspflicht. Ja, diese, also dass jeder das kennen muss und so weiter. Ihr werdet extra dumm gehalten, damit ihr euch nicht wirksam organisieren könnt. Ihr werdet dumm gehalten. Da steht doch drin, dass jeder, der verletzt wird oder das nicht möchte, beim Zivilschutz klagen kann. Und ihr könnt nur klagen, wenn ihr wisst, dass ihr klagen könnt. Und kann euren Rechtsanwalt bei uns euer Recht durchsetzen? Nein, der Rechtsanwalt als Jurist kann das nicht machen. Der Rechtsanwalt müsste dann auf das Völkerrecht machen, aber der hat keine Ahnung von Völkerrecht. Er hat es ja nicht gelernt. Ja, warum hat er das nicht gelernt? Hier steht es doch drin. Die Vertragsparteien verpflichten sich, in Friedens- und Kriegszeiten den Wortlaut des folgenden Abkommens in den Ländern weitmöglichen Ausmaß zu verbreiten und insbesondere sein Studium in der militärischen und in der zivilen Ausbildung aufzunehmen, damit die Gesamtheit der Bevölkerung seine Grundsätze kennenlernen kann. Also Artikel 25 verletzt, weil ihr keine Ahnung habt,
weil ihr dumm seid. Dummheit kann nicht organisiert werden. Das heißt, der Staat hält euch absichtlich dumm, damit ihr eure Rechte nicht benutzt, damit ihr euch an Kriegsverbrechen beteiligt mit euren Steuern. Denn wenn ihr die Steuern nicht bezahlt hättet, würde es keine Kriegswaffe geben. Es würden keine Kriegstreiber geben. Es würde die Annalena Baerbock wäre eine Arbeitslose, die beim Jobcenter Stempel drückt. Demokratie ist nicht grundrechtberechtigt und nicht grundrechtbefugt. Demokratie hat überhaupt gar keine Grundrechte. Und sie kann labern, was sie will. Sie hätte dann die Waffenlieferung auch nicht gemacht. Das ist das Problem. Die Waffen wären nicht hergestellt. Sie hätte gar keinen Einfluss darauf und so weiter. Sie müsste sogar bestraft werden wegen Kriegsverbrechen, weil sie die Waffen geliefert hat. Die zivilen, militärischen Polizei und andere Behörden, die in Kriegszeiten Kriegsverbrechen, Unmenschlichkeit, biologische Waffen, also dieses Spritzen und dies und jenes, alles, was hier passiert, alles, was hier passiert, ungesetzliche Deportation, ungesetzliche Gerichte und so weiter, wenn die Gerichte verlangen, dass zum Schluss ein Restitutionsgericht ist. Wo ist denn dieses Restitutionsgericht? Die Bundesrepublik Deutschland verlangt, oberster Bundesgericht. Das Bundesrecht, oberstes Bundesgericht. Da, Bundesgericht, oberste Bundesgerichtshof, oberste, nicht die Berufs-, oberstes Gericht. Ja, hier wird auch viel geschrieben. Seht ihr, das wird alles verheimlicht. Wiki, Generalstaatsanwaltschaft, so, oberstes Bundesgericht. Da. Oberstes Bundesgericht, dieses Gericht ist nie errichtet worden. Es ist nicht da, Bundesrecht ist nicht da, weil das Restitutionsgericht fehlt. Es fehlt das Restitutionsgericht. Das Restitutionsgericht ist nicht das Bundesverfassungsgericht, das ist auch nicht der Bundesfinanzhof, das ist auch nicht das Bundessozialgericht, das ist auch nicht das Bundesverwaltungsgericht. Ist doch scheißegal, oder der BGH, Bundesgerichtshof in Karlsruhe, es ist nicht da. Das oberste Bundesgericht ist das Restitutionsgericht. Es ist nicht da. Habt ihr es jetzt verstanden? Es ist nicht da. So, und hier steht drin, ihr müsst es wissen, ihr macht euch alle schuldig und ihr seid alle Paragraph 30, UWIG, Paragraph 30, UWIG, so. Also, sonstige Personen, die für die Leitung des Betriebs des Unternehmens einer juristischen Person oder einer Nummer genannten Personenvereinigung auch verantwortlich handelt, auch über die Überwachung der Geschäftsführung und sonstige Ausübung Kontrollbefugnisse in leitender Stellung gehört. So, jetzt versteht ihr natürlich nur Banane und Bahnhof und hier steht doch drin, ein ziviler Vorgesetzter, der es vorsichtig oder fahrlässig unterlässt, ein Unternehmen, der seiner Anordnungsgewalt oder seiner tatsächlichen Kontrolle untersteht, gehörig zu beaufsichtigen. Wenn ihr hier Steuern bezahlt, dann seid ihr verpflichtet, den Staat hier zu kontrollieren, weil mit diesen Geldern werden die Kriegsverbrechen und auch die Menschenrechte, also die ganzen Kriegsverbrechen und Völkermord begangen. Ihr seid dafür verantwortlich. Und ihr seht das, hier steht das, im Falle, die Geldbuße beträgt im Falle einer vorsichtigen Strafe bis zu 10 Millionen Euro. Nochmal, hallo. Völkerstrafgesetzbuch. Würde der Staatsanwalt, die Annalena Baerbock, die ganzen Sachen machen, wenn ihr keine Steuern bezahlt? Nein, wenn er kein Geld hat, der Polizist würde nicht arbeiten, der Richter würde nicht arbeiten, der Staatsanwalt würde nicht arbeiten, der Verwaltungsangestellte würde nicht arbeiten, aber der Mustafa würde arbeiten, ja, ohne Geld. Das bin ich. Warum? Weil das Restitutionsgericht fehlt. Und hier steht doch ganz genau drin, Artikel 9, wenn das Restitutionsgericht wegen Ausfall oder Abwesenheit nicht da ist, dann bin ich derjenige, der diese Befugnisse erfüllt, nämlich das Restitutionsgericht macht. Und das habe ich gemacht am 12.08.2020 ist das in Kraft getreten. Die Bundesrepublik Deutschland hat es unterzeichnet. Es ist ein Vertrag zustande gekommen durch den Staatsnotar und es ist apostilliert worden und dieses Restitutionsgericht bzw. der Zivilschutz ist entstanden. Nachdem das entstanden ist, und das möchte ich euch leider nicht vorenthalten, ich führe euch das jetzt mal vor, nachdem das passiert ist, kann ich euch das zeigen.
Wenn ich hier, wo ist das? Nein, das ist dieses, also das Sozialgericht hat den Gerichtshof auch bestätigt. Ihr seht das hier. Ich habe das in den vorigen Videos gesagt. Verfassungsschutz. Ja, ich mache das für euch, nicht für mich. Ich mache das für euch und eure Kinder, für unsere Kinder eigentlich. Nicht für eure, sondern für unsere Kinder. Es sind auch meine Kinder. Hier steht das drin. Fassadenschmutz, Bundesrepublik Deutschland, Fassadenschmutz am 17.06. Und seitdem ich hier 2020, seit dem August 2000, vorher, wo das unterzeichnet worden ist, noch nicht in Kraft getreten, aber unterzeichnet worden ist, hat mich die Bundesrepublik Deutschland als Terrorist, nämlich als diese Maßnahme ist abgeschlossen, als unschuldiger Terrorist hier verfolgt, und zwar weltweit nach dem sogenannten Schengener Abkommen in irgendwelchen Registern. Jedes Mal, wenn ich an der Grenze war, bin ich dann mit 50 Polizisten, bewaffneten Polizisten verfolgt und festgehalten worden. Es ist unvorstellbar, welche Repressalien ich in jedem Staat habe. Die Repressalien gehen heute noch weiter. Die ganzen Internetseiten, die ganzen Programme, es wird alles kaputt gemacht, was nur möglich ist, um damit sie euch, damit die Straftaten weitergeführt werden, damit das nicht weitergeführt werden soll. Ihr seht das hier, ich bin im Europarat gewesen 2005 und 2006. Um euch, um diese wirksame Beschwerdemöglichkeit vor einer nationalen Instanz zu ermöglichen. Leider ist das alles manipuliert und kaputt gemacht worden, dass ich nicht mehr weiter einführen kann, weil nämlich die Menschenrechtsverletzung, hier steht das hier, die Menschenrechtsverletzung ist kein Straftatbestand. Und dadurch kann es nicht im Staat nicht verfolgt werden. Es ist eine Regierungskriminalität. So, jetzt gehen wir mal vor, da steht drin, Verhalten einer aufständigen oder sonstigen Bewegung. Das Verhalten einer aufständigen Bewegung, die zur Regierung eines Staates wird, ist als Handlung des Staates im Sinne des Völkerrechts zu werten. Das Verhalten einer aufständigen oder sonstigen Bewegung, der es gelingt, einen Teil, hier steht das drin, einen Teil des Hoheitsgebiets, also die Justiz, zu gewinnen, also Kriegssieger in der Justiz zu sein, habe ich das Recht, ein Restitutionsgericht zu machen. Dieser Artikel, und zwar das Verhalten eines Staates als sein eigenes anerkannt und annimmt. Da steht ja drin, dass ich über dem Bundesverfassungsgericht nicht die Gesetze anwenden darf und diese Gesetze, selbst wenn sie andauern oder beschlossen sind, dass ich zur Rechtdurchsetzung keine Justiz brauche, denn alles, was ich sage, ist eine Rechtsvorschrift. Ist eine Rechtsvorschrift. Und wir sehen das hier. Wir sehen das hier in Hackner, also im Vertrag zu, hier steht drin, der in diesem Vertrag verwendete Ausdruck Rechtsvorschriften ist mit Ausnahme gerichtlicher Entscheidung. Die gerichtliche Entscheidung sind keine Rechtsvorschriften. Alles, was ich sage, ist eine Rechtsvorschrift und muss gemacht werden. Es muss gemacht werden. Deswegen konnten die Staatsnotare das, was ich unterzeichnet habe, als Schutzmacht nicht und auch als Gerichtshof nicht in Abrede stellen. Es funktioniert nicht. Und diese Sachen, ich will es euch nochmal nicht vorenthalten, diese sogenannten Momente, diese Dokumente sind natürlich von der Bundesrepublik Deutschland eben ratifiziert worden oder beziehungsweise auch bestätigt worden. Und diese Bestätigung, die zeige ich euch hier, ist von der Bundesrepublik Deutschland genehmigt worden, beziehungsweise anerkannt, akzeptiert worden. Hier sind die Originale, die Ratifikationsurkunden, die Unterschriften und die Apostille. Das ist soweit alles in Ordnung und ich darf das machen. Ich mache das nicht ohne eine entsprechende Akzeptanz, ohne ein Recht. Das heißt, die Bundesrepublik Deutschland hat gegen mich einen Krieg geführt. Und zwar Stillstand der Rechtspflege, Definition von Krieg ist Abwesenheit oder Ausfall der staatlichen Stellen. Das habe ich euch ja gesagt, das ist in der sogenannten UN-Resolution beschrieben. Und ich bin derjenige, der jetzt nicht über ein Territorium, sondern über die Justiz zu bestimmen hat als Restitutionsgericht. Das heißt, jeder, der hier in seinem Recht verletzt ist, muss sich vorher beim Gerichtshof in Ankara eintragen, beim Zivilschutz gemeldet sein, damit er beim Zivilschutz, beim Restitutionsgericht gegen die Bundesrepublik Deutschland klagen kann, beziehungsweise sein Recht durchsetzen kann. Ich habe das nicht geschrieben, das ist so.
Und die Rechte und Pflichten, die sich hier ergeben, sind ja hier zweckgebunden, und zwar Fragen der Staatenverantwortlichkeit, die nicht durch diesen Artikel geregelt sind, soweit Fragen der Verantwortlichkeit eines Staates für eine Völkerregelung in diesem Artikel nicht geregelt werden, unterliegen sie dem weiterhin den anwendbaren Regeln des Völkerrechts. Das heißt, hier ist der Zivilschutz bzw. das Restitutionsgericht damit gemeint. Also, das, was ich hier mache, sind Rechtsvorschriften, und diese Rechtsvorschriften müssen alle in der Bundesrepublik Deutschland umgesetzt werden, sobald das Restitutionsgericht die Feststellung macht. Das ist wiederum hier in Artikel 144, das heißt, wenn ihr nicht wisst, dass ihr Rechte habt in Artikel 25 und Völkerrecht anwendet, macht ihr euch mit 10 Millionen Euro schuldig. Auch die, die sich daran beteiligen, machen sich schuldig. Und hier steht da drin, die Vertragsparteien verpflichten sich, alle gesetzgeberischen Maßnahmen zur Festsetzung von angemessenen Strafbestimmungen für Personen zu treffen, die irgendeine der folgenden Artikel und schweren Verletzungen, nämlich Menschenrecht, Kriegsverbrechen, Völkermord des vorliegenden Abkommens begehen oder zu einer solchen Verletzung den Befehl erteilen. Das heißt, die Bundesrepublik Deutschland hat den Artikel 146 nicht umgesetzt. Sie kann Völkerrecht nicht umsetzen. Sie hat die Strafbarkeit von Menschenrechtsverletzungen, von völkerrechtlichen Verbrechen nicht unterzeichnet und ist damit nicht dem ICC Den Haag beigetreten, um sich selbst, man sieht das ja auch, da passiert gar nichts. Die Deutschen haben dort, also die Italiener haben geklagt gegen die Bundesrepublik Deutschland, und dann ist die Sache einfach abgeschmettert worden von Italienern, von Griechen und so weiter und so fort, weil sie sind eigentlich im Grunde gar nicht da eingetreten, weil die Menschenrechtsverletzung ist ja kein Straftatbestand. Der ICC ist ein internationaler Gerichtshof und kein völkerrechtlicher Gerichtshof. Jede Vertragspartei ist zur Ermittlung der Person verpflichtet, bla bla bla, und hat sie ohne Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit vor ihre eigenen Gerichte zu ziehen. Wenn sie es vorzieht, kann sie auch gemäß ihren eigenen Gesetzgebung vorgesehenen Bedingungen zur Aburteilung einer anderen Verfolgung interessierten Vertragspartei übergeben, sofern diese gegenwärtige Person ausreichende Beschuldigung nachgewiesen hat. Das heißt, nur der Zivilschutz darf jetzt diese Leute aburteilen, weil der Generalbundesanwalt für Völkerstrafgesetzbuch, für Völkermord, für Unmenschlichkeit gar nicht zuständig ist. Weil im sogenannten Strafgesetzbuch ist eine ohne Definition der Straftat eine Verurteilung unmöglich. Keine Strafe ohne Gesetz. So, das heißt, diese ganzen Verbrechen, die hier passieren, auch diese Waffenlieferung, auch die Unmenschlichkeit, jemand, der kein Geld bekommt von der AGE und so weiter, die Treuhand- und Eidesverletzung. Das heißt, wenn die Banken hier Missbrauch betreiben, höhere Kredite betreiben, dass jemand Haus und Hof, dass sie also alles verlieren und alles machen, hier steht das doch drin, Zerstörung von Geiseln und Unparteiliche, also die ganze Schufa und Mufa, alles, was die hier machen, das alles ist nicht erlaubt, das ist nur erlaubt, wenn ihr euch dumm haltet und nicht wisst, was ihr macht. Deswegen, schaut mal, dieses Video sagt euch das, ich zeige euch, wo das steht. Nun handelt mal auch danach, reagiert da drauf, ja? Ich mache hier keine Videos für mich, sondern ich mache diese Videos für euch, damit ihr das versteht. Und ihr denkt natürlich, ach, da ist jemand, der beschimpft und beleidigt euch. Nein, ihr seid in Gefahr und sage, lauft weg, der Tsunami kommt. Und ihr steht immer noch da und bleibt immer noch stehen. So, jetzt kommen wir dazu. Jede Vertragspartei soll die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um auch jede Zuwiderhandlung gegen die Bestimmung vorliegenden Abkommens zu unterbinden, die nicht zu den folgenden Artikeln unter schweren Verletzungen zählen. Also, dass ihr zur AGE geht und dass ihr kein Geld bekommt, dass ihr dann klauen müsst. Und das ist das Problem, was wir haben. Ja, ich könnte euch jetzt noch mehr erzählen, aber wir lassen das jetzt mal hier. Das heißt, 146, die Straftaten können nur dann verfolgt werden, wenn sie nicht intern, sondern extern beim Restitutionsgericht angeklagt und verurteilt werden können. Und hier steht das drin, was dazu gehört. Keines dieser Sachen macht Caritas, das Rote Kreuz, die Opferhilfe, bla bla bla, Niedersachsen und Weißer Ring und Grüner Ring und Blauer Ring. Keiner macht das. Ja? Hier steht das drin, die Vertragsparteien kann sich weder selbst noch eine andere Vertragspartei von der Verantwortlichkeit befreien. Also wie sie kann sagen, hey, ich bin Annelie Baerbock, ich habe Staatenverantwortlichkeit, ich habe Staatenimmunität, das gilt im Völkerrecht nicht.
Hallo? Das ist Völkerrecht, das ist keine Staatenimmunität. Staatenimmunität ist nur international und nicht Völkerrecht. Dazu komme ich nachher in einem ausführlichen Teil, wo ich das euch zeige. Und da steht drin, das heißt, diese Leute müssen vor dem Restitutionsgericht gezogen werden und wird die Menschenrechtsverletzung, die völkerrechtliche Verletzung festgestellt, sollen wir deren konfliktbeteiligten Parteien ein Ende setzen und so rasch wie möglich an. Punkt, Schluss aus. Wenn ihr das bis jetzt noch nicht verstanden habt, guckt euch das Video nochmal an. Okay?